Herzlich willkommen zurück bei Two Point Campus. So ist es richtig. Wir sind in der Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist Fresh Lime Meadows, unsere erste Uni. Und der hier sieht aus, als müsste man dringend aufs Töpfchen. Spürt etwas Druck, müsste mal aufs Klo. Ja, wunderbar, so läuft er auch. Guckt euch das an, wie witzig. Oder sie? Oh, oh. Unisex-Toiletten, herausragend. Ach, guck mal, da kann man sogar reingucken. Wie geil ist das denn? Ah, schön. Aber schön finde ich auch, dass die das hier durchgezogen haben. Also ein bisschen verspiegelt haben, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen Milchglas reingesetzt. So, das ist das richtige Wort. Ja, wir waren stehen geblieben beim letzten Mal, den neuen Studiengang einzurichten. Und da gucken wir auch gerne nochmal rein, was wir denn alles brauchen für diesen Studiengang. Das dürfte nämlich hier stehen. Moment, Moment, Moment. Die Anforderungen. VR-Labor, Vorlesungssaal haben wir. Anforderungen. Also hier ist ein bisschen was noch nicht mit dabei. Wir werden aber auch hier vorne noch natürlich weitere Sachen reinbauen. Na, also ich stelle mir vor, auf die andere Seite könnte das auch gerade so passen. Ich stelle mir vor, dass wir hier vorne in jedem Fall, ah, so, jetzt haben wir es endlich, noch Unterkünfte reinbringen. Bien sûr, natürlich, das muss mit sein. Wir wollen ja auch, dass die Studierenden da unterkommen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall... Ja, sowas reinbauen. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt handhaben. Vielleicht so. Schauen wir mal. Dann hätte ich ganz gerne ein Bett. Vielleicht Bett mit weißem Rahmen. Okay. Bett mit braunem Rahmen. Kostet genauso viel. Ist also egal. Theoretisch können wir auch Einzelzimmer machen, ne? Aber... So viel Luxus gibt es dann doch nicht. So, dann wollen wir hier noch einen Schreibtisch drin haben. Kommt natürlich dahin. Boah, vielleicht kommt der dahin. Ja, alles so Fragen, ne? Was haben wir hier? Schlafsaal-Anschlagebrett. Was steht an in diesem Schlafsaal? Wobei ich das ja schon eher so ein bisschen wie so ein... Doppelzimmer ausgestattet habe. Natürlich brauchen wir noch einen Kleiderschrank für jeden von den beiden, die dann da unterkommen. Kommt dahin. Und ich hätte ganz gerne natürlich noch so coole Sachen. Ne? Kriegen die beide. Der eine noch dahin. Sehr erfreulich. Und dann hätten wir noch die Möglichkeit, gleich Fenster da reinzusetzen, beziehungsweise reinzubauen. Das werden wir natürlich auch noch machen, aber erst kommt der Mülleimer da noch hin. Ja, ja, ja. Handhygiene, das kommt außen dran. Ja, und hier haben wir noch weitere Objekte, die wir dann früher oder später freischalten können. Zum Beispiel da eine Pflanze. Okay, wäre also fertig. Nummer 1. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir das machen? Jetzt nehmen wir das Ding, kopieren es einmal. Das heißt, in jedem Fall passt das hier vorne hin. Und in jedem Fall kann man es auch natürlich noch drehen. Und dann da noch hinbauen. Ich glaube, so einen Duschsaal müssten wir auch nochmal erstellen. Ne? Also machen wir das erstmal so. Zack. Sagen wir, damit sind wir einverstanden und happy. Und dann kommt da vorne noch ein Fenster hin. Da kommt noch ein Fenster hin und da kommt noch ein Fenster hin. So.
Ach, guck mal, da kommen automatisch hier so Verdunklungsrollos noch dran. Das ist natürlich ganz nice. Ja, komm, machen wir so. Dann ist es ein bisschen mehr in der Mitte. Und da passt das so, wie es ist. Also bin ich schon mal ganz zufrieden mit. Dann hätte ich ganz gerne einen Duschraum. Ganz klar. Wie groß muss der sein? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. 2x1. Wir fangen erstmal so damit an. Und dann gibt es hier Duschkabinen. Handtuchhalter. Ich hätte natürlich noch ganz gerne auch die Toiletten dann hier, ne? Aber die kann man ja auf die andere Seite dann packen. Duschkabinen, ja, da müssen die ein bisschen durch die Gegend latschen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. In jedem Fall kommt hier jetzt so ein Handtuchhalter hin. Aha, siehst du, da geht es nämlich schon los. Da kommen die gar nicht raus mit dem Ding. Jetzt vielleicht. Der Handtuchhalter. So, da passt er hin. Ja, das ist jetzt die Frage, brauchen die denn ein Waschbecken hier im Duschraum? Ich hätte ja gesagt, eigentlich nicht. Aber das ist wiederum nur meine Wahrnehmung des Ganzen. Können das natürlich auch so machen. Nein, nein, nein. So, dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Entschuldigung, du kommst dahin. Dann ungültige Kombination. Kommst du von mir aus dahin. Dann hätten wir hier noch das Ding und dann nehmen wir auf die andere Seite noch hier den. Ja. Vielleicht mache ich das auch genau auf die andere Seite. Na komm schon. So, weil dann könnte man das hier nämlich noch erweitern um eine weitere Duschkabine. Duschraum ist drin. Prima. Dann kommt jetzt als nächstes eine Toilette, ein Badezimmer. Ja, dann machen wir gleich mal den Dreier draus. Ich glaube, hier beim Badezimmer mache ich das gleich auch noch. Es gibt gar keine Pissoirs, ne? Wenn ich das richtig sehe. Haben wir nicht hier schon? Ja, haben wir schon. Abbrechen. Kopieren. Einfügen. Die Zeit können wir uns ja sparen. Das, finde ich, ist eine relativ smarte Idee, das Ding hier so hinzubauen. Können wir damit nämlich durch und dann können wir das hier noch einmal erweitern, nämlich darum. Und warte, warte, warte. Ja, okay, komm, verkauf das Ding. Und jetzt kommt hier nämlich noch eine weitere wunderbare Duschkabine rein. Mülleimer hatten wir hier schon. Ne, hat man noch nicht. Kommt natürlich hier vorne hin der Mülleimer. Fenster brauchen wir hier tatsächlich nicht. Und was ist das? Poster für Seife. 15K. 225 haben wir. Das machen wir alles schon mal, ne? Also ich probiere jetzt schon mal das frei zu
schalten, was cool ist. Zum Beispiel diese Poster. So, bitte hinsetzen. Bringen wir mal hier in der Dusche natürlich an. Das wiederum finde ich schon wieder mega witzig. Was haben wir hier? Poster Seife. Ja, wunderbar. Kommt das nämlich daneben? Einmal. Oh, schade, dass das hier kollidiert. Und dann kommt es hier hin. Ungültige Position. Ah, okay. Also belassen wir es erstmal dabei. Dann nehmen wir das Ding. Verschieben das mal. Ah, das ist blöd. Gut, dann kommt da das Ding eben nicht rein. Dann nehmen wir jetzt hier die Seife. Das sind so Kleinigkeiten tatsächlich. Ach, das war gar nicht Seife. Was war das denn? Telefon, Ruf der Natur. Ja, das wollte ich da eigentlich gar nicht haben. Ungültiges Zimmer für Poster, Telefon. Ja, bauen wir es mal dahin. So, und hier wollte ich jetzt die Seife haben. Okay. Tja, und jetzt könnten wir noch überlegen, was wir denn hier hinbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein Zimmer wird für unsere... für unser Personal. Denn auch die wollen es ja schön haben. Aber ich würde wirklich ganz gerne einfach mal hier mit den Lampen anfangen. In der Ecke. Vielleicht auch hier vorne. So, da kommt noch eine Lampe hin. Dann können wir genau die Ablagefächer natürlich noch hier vorne dran machen. Dann möchte ich gerne, wow, vor die Couch. Aber die haben wir da drüben ja auch schon gehabt. Ist also nichts Neues. Gut, passt da also nicht hin. Aber das bauen wir jetzt erstmal so. War ja noch nicht ganz fertig. Das möchte ich nämlich auch nochmal ganz fix bearbeiten. Na. Eigentlich wollte ich das jetzt hier rüberziehen. Und das hier einfach ein bisschen länger machen. So, ich mache mal die Musik wieder an. Ja, perfekt. Guten Morgen. Und ihr hört Radio Campus. In der heutigen Show diskutieren wir wieder ein heißes Thema. Diesmal altes Fleisch. Wie grau ist zu grau? Das und viel, viel mehr. Wie grau ist zu grau? Schön. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Oh, Mensch, Kind, jetzt geh doch da in die Ecke. Dann kannst du nämlich auch ein Stückchen weiter dahin. Sehr gut, dann kann nämlich die gut alte Pflanze dahin. Ach, guck mal, hier gibt es noch andere Sofas. Freundschaft, Entwicklung. Ah, ja, guck mal an. Ach so, guck mal, die ersten kommen schon und ziehen hier ein. Das ist ja verrückt. Dabei sind wir doch noch gar nicht fertig. Personalzimmer-Anschlagebrett. Das stellen wir dann draußen hin. Das ist in Ordnung. Dann nehmen wir hart. Nehmen wir das hier, schieben das da noch mal ein bisschen rüber. Gerne noch eine Pflanze dazu.
Ja, können wir auch so vors Fenster stellen. Und dann kriegen die hier nämlich auch eine Dartscheibe. Oh, passt da leider nicht rein. Kriegt er keine Dartscheibe. Oder hier vielleicht. Nope. Nope. Keine Dartscheibe. Ein Teetisch. Snacktisch für 25. Ah, ich finde, man kann ja hier doch eine ganze Menge auch freischalten einfach, ne? Was haben wir hier? Warum nicht? Also wir haben ja noch ein paar von den Kudos übrig. Da, der braune Sessel. Na klar kommt er hierher. So, und jetzt sieht das doch ganz gut aus. So, wir sind aber noch nicht am Ende angelangt. Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Also wir haben das, wir haben das. Wir brauchen jetzt aber trotzdem noch weitere Dinge. Nämlich eine Bibliothek. Hätte ich auch ganz gerne hier vorne nochmal drin. Campusgebäude, das wäre dann was Neues. Duschraum, Aufenthaltsraum, Schlaf. Aufenthaltsraum, ja. Da brauchen die ja eigentlich auch so ein Ding hier nochmal. Wir nehmen das mal, kopieren es und gucken mal, ob das hier irgendwie in irgendeiner Form reinpassen würde. Wie Faust aufs Auge, das passt ja wie angegossen. Ja, so. Dann haben wir das da nämlich drin. Und jetzt können wir uns noch überlegen, genau, dass die Bibliothek hier noch reinkommt. Ich lasse schon mal laufen wieder. Tarquin Foxbridge hat wieder einmal die Studierendenvertretung des Countys gegen sich und sein Ministerium aufgebracht, indem er verkündete, Studiengebühren werden erhöht und das ist gut so. Mein Schuhwachs kostet mehr als eine Universitätsausbildung. Das ist einfach nicht fair. So, noch ein Hausmeister. Und jetzt nehmen wir noch eine Bibliothek hier vorne hin. Packen wir mal dahin. So, dann haben wir jetzt hier die... Ja, das gefällt mir schon besser. So, dann kommen jetzt hier einige Bücherregale dazu. Dann möchte ich ganz gerne Lesekabinen. Die Ärzte. Was haben wir hier? Bibliotheksanschlagebrett. Könnten wir auch hier hin machen. Dann hätten wir noch Computerarbeitstische. Ja, machen wir mal so. Es muss reichen. Muss reichen. Und dann hätten wir hier noch eine Lehrbuchkabine. Gucken wir mal, ob wir die noch dazwischen kriegen. Da zum Beispiel. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, so ein Regal mit hinzubauen. Dann kommen alle, die hier reinkommen, an dem Ding vorbei. Ja, schade. Dass das nicht ein bisschen besser zu... justieren geht. So, das passt da auf jeden Fall. Das hier nehmen wir und verkaufen es. Und da kommen natürlich auch große Fenster rein.
mehr große Fenster. So. Und hier kommen natürlich auch große Fenster hin. Himmelsgemälde. Na, von mir aus. Teppich. Ja, das kommt dann später. Irgendwann mal. Und damit sind wir hiermit durch. Tja, und damit ist diese Folge auch schon wieder am Ende angekommen. Sieht gut aus. Ich werde besser. Ich werde besser. Und dann gucken wir gleich in der nächsten Folge nochmal rein, was jetzt noch fehlt, damit wir ins Folgejahr starten können. Und virtuelle Normalität-Dozent. Achso, wir brauchen noch den Dozenten. Ja, machen wir beim nächsten Mal und dann geht's weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne einen Kommentar, gerne euer Abo, falls ihr noch keins habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.